So, hallo, da haben wir die Pagode, die erste Handpagode, da ist das Fahrzeug, wo man eigentlich normal ganz auseinanderbauen müsste und komplett restaurieren. Da müssen wir alle Kotflügel tauschen. Das ist sehr viel, haben wir glaube ich schon besprochen. Da haben wir jetzt den Kofferraum, den unter Bodenschutz rauskratzt. Wenn Sie das, was da hinten noch dran ist, an so Gummi-Spritznahtabdichtung, und der Bodenschutz, weiß nicht genau wie es heißt, so Gummizeugs, das kratze ich gerade hin von der Leitung weg. Das ist so peppig und gummiert. Da tue ich es gerade wegkratzen, sehen Sie. Und so war ja das mit der Leitung, der ganze Kofferraum angespritzt. Dahin hat man die Schweißpunkte ein bisschen abgeschliffen. Normal macht man das ja mit der Punktschweißtang. Aber das ist halt die 90er Jahre so eine Restauration, Teilrestauration, in Anführungsstrichen Reparatur gewesen. Ich denke, dass der Kunde nicht viel Geld hat bezahlen wollen. Er wollte halt irgendwie, dass der Auto erhalten bleibt. Und jetzt war das halt voll mit unter Bodenschutz. Das haben wir halt rausgekratzt. Aber da muss man ganz klar sagen, das ist Rumspiele dahin, was ich da mache. Das ist nicht effektiv die Arbeit, die kann man auch niemand verrechnen. Das ist Samstagnachmittag rumpulen. Wo ist noch was Originales? Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Und dann habe ich ja daheim, wenn Sie da reinschauen, ich denke, man sieht es auch ohne Licht, aber ich weiß auch nicht, ob es was bringt. Wenn Sie daheim die Kante, da hört sie auf, das Bodenblech, da kommt das Rahmenoberteil und da kommt das Bodenblech und da ist ja ein Blech eingeschweißt, einfach drauf und dahinter auch. Da habe ich gekratzt, da war es ein Original, dann habe ich gedacht, oh, vielleicht ist es gar nicht so schlecht da unten und habe halt gesucht und das sieht man jetzt, der Boden ist nicht einmal schlecht. Den muss man ein bisschen von unten ausbeulen, aber das Bodenblech können wir eigentlich lassen. Und somit haben wir an der ersten Handpagode im Kofferraum das erste Bodenblech. Das ist jetzt ein kleiner Erfolg für mich, aber das ist wie gesagt Rumspinnen. Das normal, wenn man das Auto richtig gut haben möchte, komplett auseinanderreißen, strahlen, entlacken, neue aufbauen, Karosserieinstand setzen und so weiter. Aber die Zeit habe ich jetzt nicht, ich kann das Auto nicht restaurieren. Man könnte es so verkaufen, wie es ist, aber ich möchte jetzt noch ein bisschen dran rumspielen und dann entscheide ich mich vielleicht für den Verkauf. Ich will, dass er fährt. Wir haben jetzt, schauen Sie gerade, die Türverkleidung mal sauber gemacht, die war abgebaut. Da war auch in der Türverkleidung oben Farbnebel. Also die habe ich die Fenster wohl runtergehört und hinterher Grundierfarbe drauf gespritzt. Jetzt haben wir die Grundierfarbe mühselig mit Verdünnung und vorsichtig, dass es nicht kaputt geht, runter macht. Auf der anderen Seite können wir das noch anschauen. Da ist die Türverkleidung noch dran. Und die Türgriffe, die kommen immer auf 2 Uhr, gell? So stehen die, wenn die Scheibe offen ist, und nicht anders, genau so. Und wenn sie nach unten stehen, dann sieht es richtig, richtig, naja, nicht schön aus. Der Chrom kommt noch ran, die Tür geht auch zu. Geht so, so, guckt sie. Das haben wir ja, glaube ich, auch schon gezeigt, den Motor, den ganzen Unterboden haben wir ja gereinigt. Da sind ja die Stehwände, sind der Bleche eingeschweißt, neue Kotflügel mehr rankommen. Aber es ist ein Austauschmotor, hat auch nicht so viele Kilometer, habe ich gerade nicht im Kopf. Ja, wird fahren, Achse im Lager noch rein, wird fahren, wird auch so fast TÜV bekommen. Aber ist ein Restaurationsobjekt, schweller verschweißt und so weiter, habe ich aber, glaube ich, auch schon alles erzählt. Nur zeige ich Ihnen noch schön die andere Türverkleidung. Dass da einer keine Sicke sind, ist selbstverständlich. Also das sieht man auch, die Kohlflügel sind jetzt mit der Punktschweißtang neu gemacht. Das hat man halt billig repariert. Man muss auch immer, man kann jetzt nicht sagen, das hat jemand schlecht gemacht. Man muss auch immer hinterfragen, was von Auftrag ist erteilt worden. Und wenn der Kunde kein Geld ausgeben möchte und will irgendwie das TÜV haben, dann wird es halt so gemacht. Ich hätte mir jetzt vielleicht gewehrt, ich hätte es so nicht gemacht. Also die Arbeit mache ich nicht. Aber muss den Hintergrund, weiß man nicht, kann man alles gar nicht sagen. Ich würde das nicht schlecht machen. Das ist Zeit, wie sagt man da, Reparaturzeit gemäß irgendwas, Reparatur dortmals halt 1990 oder früher. Ist halt so. Jetzt könnte man es auch immer noch gut machen. Man könnte das alles wegmachen vorne. Die Stehwände habe ich ja auf Lager. Könnte man mal richten. Ich finde es trotzdem witzig, das Auto. Der Lack ist auch nicht so besonders. Gucken Sie da hin. Da habe ich aber auch schon gerieben. Ich mache das immer abends, bevor ich heimgehe. Da sieht man noch ein bisschen. Da sieht man auch noch ein bisschen. Da muss man noch weiter reiben. Ich mache das immer mal wieder so nebenher. Da sehen Sie, da ist auch noch dran. Da ist auch verletzt.
aber ich krieg's dann voll runter. Und das ist auch hier. Normal würde ich es jetzt auch noch überziehen. Aber ich will, dass alles so dran ist, wie es gehört. Dass die ganzen Hebel und Halter und alles dabei ist. Das habe ich auch draußen gekriegt, das habe ich gerade wieder reingeschraubt, gerade der Keil ist noch da. Ich will, dass alles zusammen ist, da geht auch nichts verloren. Das Deckel liegt, ich mache die Leitung noch sauber, wobei das ist echt ein Sträflingsgeschäft, die Leitung. Auch wenn ich das sehe mit der Farbe da drauf, das tut mir weh. Das muss man nicht da drin lassen, mit einem Bodenschutz auch spritzen, die Leitung. Die habe ich auch nicht schon draußen gekriegt. Jetzt habe ich aber den Teils machen sie trotzdem sauber. Ne, es ist ein Viereck umeinander geschafft. Das ist auch so der Klassiker. Da wird halt abgeschnitten, aber das ist oft so. Gell? Der eine wird halt, möchte keiner die Leitung aus dem Deckel rausziehen beim Lackieren. Das sieht eigentlich auch nicht schön aus, aber. Aber das Auto fährt, der Motor ist recht kräftig. Gell? Das wäre, naja, so eine Spinnerei halt. Die nächste Spinnerei, weil wir sind ja da nicht so, naja, kommen sie geschwind. Gehen sie gerade geschwind vorne raus. Weil ja ich von hinten nicht so schön bin. Jetzt gucken Sie da hin, so ein schöner Wagen. Wenn es irgendwie geht, den wir dann oder auch andere geschwind einstellen. Jetzt ist ja Wochenende, jetzt haben wir den schon mal gezeigt und der steht jetzt drinnen. Den können Sie also immer noch haben. Der fährt jetzt, den kann man jetzt auch machen, und der fährt jetzt von A nach B dahin auf dem Hof umeinander. Gell? Und dahin können wir noch schön gucken. Wenn Sie, das ist jetzt der Strick 18 haben, oder der Steffen Spezierer ist da gemacht. Da ist ein Blech eingesetzt worden und der Kohlflügel ist auch ein Blech eingesetzt worden. Das ist jetzt nur die Zierreiche drauf gemacht zum Anpassen. Das ist jetzt eigentlich. Ja, da ist also unten das Blech ist original mit Kante und original nachgeschraubt. Da war ja schon Blech eingespeist. Wenn ich das jetzt sehe, gucken Sie da hin. So hat das von vorne aus gesehen, die Seite. Da sind auch noch die Schraubmutterer drin, die Steckmutterer. Und so sieht es von hinten aus. Das sieht nicht mal so ganz schlecht aus, gell? Aber da sieht man es halt bis dahin nicht drauf geschweißt. Es ist halt einfach über den Rost ein bisschen drüber geschweißt, so wie man es halt irgendwann mal vielleicht gemacht hat. Gell? Das ist jetzt das Teil vom Kotflügel. Warte, sehr schön, ich zeige es Ihnen, wie es. Das ist die andere Seite. Hebe ich mal in der Hand, kommen Sie nochmal. Da haben wir alles Mögliche hineingemacht. Das da ist praktisch der Kotflügel unten drin. Das geht, da sind Sie da so hoch. Da sehen Sie die Lotnaht auch, das war da so dran. Dann hat man noch ein bisschen mehr weggeschnitten, das geht bis dahin her. Also das war da rustig. Man macht so wenig neues Blech, da was gesund ist, also nicht alles abschneiden, möglichst wenig. Da sieht man auch, wobei der ist ja schon mal lackiert. Sehen Sie, das ist kein Originallack mehr, sehen Sie dahin, da ist abgeschliffen, da ist auch blau und dann ist grundiert und nochmal blau. Also das war schon mal rostig dahin, dann haben sie das Blech reingeschweißt, dann haben sie das irgendwie abgeschliffen und auch nochmal überlackiert. Und jetzt müssen wir es nochmal überlackieren, aber wenn man es gleich richtig gemacht hätte, hätte es gehoben, gell. Aber das war wahrscheinlich auch so eine Situation, der Opa geht in die Werkstatt, daher machen wir halt, dass es nicht weiter rostet und dann sieht es halt so aus. Da vorne haben wir jetzt auch Blech eingelötet, da war es durchgerostet. Das ist Brunox, was da drauf ist. Das halt nicht anläuft, dass es nicht anrostet, heißt das. Und dann können wir schon durch die andere Seite, da kann ich jetzt gar nicht sagen, wie es so aussieht. Ah ja, das sieht man auch schon. Sehen Sie, da ist der Kohlflügel durchgerostet. Und da ist das Blech gewesen. Warte, das ist von hinten. Das ist von vorne. So. Da kommen da die Löcher rein. Sehen Sie, das war so, in etwa war das da hinten drin. Da, und das ist jetzt, der Schweller ist jetzt dahin gerichtet. So, die Löcher kommen da noch rein und da oben ist nachgeschweißt. Und dann muss man den Kohlflügel richten. Das sind eigentlich alle Mercedes das Problem, da fliegt der Dreck rein, da ist immer feucht. Und beim 107er habe ich es Ihnen schon erklärt, da haben wir einen Wasserablauf, da ist immer nass dahin drin. Da können Sie machen, was Sie wollen. Hier rostet es durch bei alle. Das macht keine Ausnahme. Höchstens, sie fahren nicht im Regen, es ist immer trocken.
Aber die Auto haben ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das wird jetzt auch noch abgeschnitten, angeschweißt. Dann geht es zum Lackierer. Dann wird hier Sandersfett dahinter gestopft und zusammengeschraubt, dass da überall das Fett rausdrückt und oben kommt auch Fett rein. Und dann ist das Geschichte dahin. Das wird uns nie mehr belastet, das Thema. Also, gucken Sie nochmal, ich finde den schönen gelben Wagen auch. Leider viel zu schade zu wegschmeißen, aber eigentlich auch zu teuer zum Richten. Aber der Motor, der tackert, wenn man anmacht, das ist richtig Musik. Gell? Haben Sie ja schon mal gehört, schon mehrfach. Gell? Müssen Sie das schon wieder angucken. Gell? Aber was soll man machen? Gell? Ja, das Leben ist hart. Gell? Also einen schönen Feierabend noch. Gell? Tschüss.